Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht's auf den Trimalzo vom Passo Nota aus. Also gerade eben bin ich Passo di Guil und dann geht's weiter Passo Nota und dann eben Trimalzo. Und dann soll es hinten runter gehen, relativ easy. Und ja, da wäre dann so das Ziel. Mal schauen, ob sich das alles so spielt wie gehofft. Auf jeden Fall liegt oben noch ein bisschen Schnee, deswegen mal sehen, mal sehen. So, Passo Nota ist schon mal erreicht. Ich war schon lange nicht mehr da. Ich hatte die in riesiger Erinnerung. Ist gar nicht so groß, aber ich glaube, es hat sogar offen. Und es zieht gerade so ein Schauer durch. Die ersten dicken Tröpfchen habe ich schon gespürt. Und jetzt schauen wir mal, ob es da vielleicht Nüdelchen oder sowas gibt. Da gibt es noch mal ein bisschen was vom Ersten Weltkrieg. Der hat hier ja auch übel gewütet. Und da haben die einiges ausgestellt. Ja, und da könnt ihr euch jetzt wahrscheinlich vorstellen, wie warm oder kalt es so ist, dass ein Feuer angeheizt ist. Na, da geht's noch weiter. Gut. Da sieht man an der Randmarkierung, dass es eben die alte Kriegsstraße ist. Voll cool. Da hinten seht ihr jetzt, wie die Straße hochgeht. Ganz schön beeindruckend. Da seht ihr die alten Mauern, die die Straße befestigen. Cool. Das sieht immer so episch aus in echt. Ja, hier regnet es jetzt schon leicht. Aber es geht noch ganz gut und ich hoffe, es wird nicht noch schlechter. Da sieht man jetzt so richtig schön, wie sich die Straße hochschlängelt. Und da hinten natürlich der Gardasee. Hier geht's weiter. Und es ist leider ordentlich düster, aber bis jetzt geht's. Das hier muss es auch mal total böse gebrannt haben. Das sieht übel aus. Ein Vorteil vom E-Bike mit diesem coolen Licht. Da kann man auch ohne Licht durchfahren, aber mit ist es cooler. Gar keine Frage. Nur da vorne scheint jetzt ein riesen Schneeriegel zu warten. Bin ich mal gespannt. Oh, krass, wie viel Schnee da doch noch liegt. Das ist schon fast, ja, Mitte Mai auf alle Fälle, geht gegen Ende Mai. Aber da hilft nichts. So, oben sind wir. Da sind wir durchs Tunnel durchgeschlüpft gerade. Und hier ist noch massig viel Schnee. Ja, verrückterweise hat es genau, als wir durchs Tunnel durchgekommen sind, schon laut gescheppert. Und dann hat uns ein Gewitter gejagt. Also es sah ja die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen nach Gewitter aus, aber es war dann doch nicht so. Und auf einmal ging es echt relativ heftig los. Hier sieht man es noch nicht so recht, aber jetzt sieht man es. Da hat es dann sogar gekraupelt und alles. Also das war wirklich unangenehm. Ich bin ja relativ hart, was sowas angeht. Und manchmal muss ich sogar drüber lachen, wenn sich Leute so sehr anstellen. Aber hier hat es mir schon nicht mehr so gut gefallen, weil das Gewitter wirklich bedrohlich nahe gewirkt hat und mit dem Graupel im Gesicht, das hat echt wehgetan. Dann konnte ich auch nicht einschätzen, wie viele Schneefelder wir noch durchqueren müssen. Ich habe euch das gar nicht so eingeblendet, aber da waren echt noch einige Schneefelder. Ich habe teilweise auch gar nicht gefilmt, weil ich dachte, lieber schnell runter, sodass wir eben nicht mitten im allerärgsten Gewitter stehen. Und der Trail hier ist normalerweise wirklich wunderschön, super flowig, würde ich behaupten. Echt einer der leichteren vom Gardasee, die aber so richtig Spaß machen. Und wenn er nass ist, muss ich gestehen, dass er nicht so besonders war. Also da ist es dann eher so, dass der Waldboden sich halt richtig ansäuft, ganz viel nasses Laub auf nassen, rutschigen Wurzeln gelegen ist. Und ja, okay, besser als nur rumsitzen, definitiv. Aber Highlight war das leider keins. Ihr seht ja auch, wir sind echt langsam und vorsichtig unterwegs. Hier hat die GoPro von selbst auf, wie heißt es jetzt, schnell Vorspulmodus gemacht, Zeitraffer.
Das ist mir versehentlich passiert, aber da seht ihr dann auch mal, wie der Weg so ausgeschaut hat. Da muss echt irgendwie im Herbst oder so ein ganz schönes Unwetter gewütet haben. Das habt ihr ja auch schon bei dem Trail nach Nervene runter gesehen. Und dasselbe gilt für hier. Also wir mussten ein paar Mal runter über irgendwelche Bäume drüber klettern oder drunter durchschlüpfen. Und ja, eben unter dem ganzen Regen hat die GoPro dann von selber mal auf Zeitraffer geschaltet. Vielleicht dachte sie einfach, die sind so langsam heute, da bringe ich mal ein bisschen Schwung rein. Ja, ansonsten schalte ich euch jetzt mal die Musik dazu und zum Glück ist nicht die ganze Strecke auf Zeitraffer aufgenommen, sondern es geht jetzt auch gleich wieder normal weiter. Ich wollte es aber nicht rausschneiden, weil ich es eben doch recht interessant gefunden habe für euch, weil ihr da einfach ein bisschen mehr vom ganzen Weg seht und ich glaube, man kann sich auch wirklich gut vorstellen, dass das spaßig ist, wenn es trocken ist. Und ja, hier ist jetzt wieder alles in Normalgeschwindigkeit. Und man sieht auch weiterhin schön, wie nass es ist und was alles an Regen vom Himmel runtergefallen ist. Der schaut beim blauen Himmel zwar auch einladender aus, aber trotzdem. Ihr merkt, meine Stimmung war schon nicht mehr die allerbeste. Normal bin ich nicht unbedingt so motz, motz, motz. Aber gut, hier witzigerweise war es dann wieder trocken. Das ist dieser Weg Richtung Ponale-Straße und den liebe ich auch sehr. Der war noch trocken, deswegen sind wir den gefahren, aber das Gewitter hat uns quasi einfach gejagt und leider aufgeholt. Deswegen bin ich dann den Weg runter zum Tunnel, zum Ponale Hotel, zu diesem verfallenen Hotel, nicht mehr gefahren, sondern dann sind wir ganz normal auf die Ponale Straße abgebogen. Finde ich eigentlich schade, aber ja, diese Trails, die sind nass, fast noch schlimmer wie der andere, weil die Steine einfach so speckig sind, wenn es nass ist und man dann nur noch rutscht. Und das einzig Gute an der Ponale Straße Abfahrt ist einfach diese geniale Aussicht. Seht ihr das? Der Blick auf den See, das bringt die Kamera auch nur halb so gut rüber, wie es in echt ist. Der ist einfach nur traumhaft schön. Das ist mega. Und hier wieder natürlich das Gute am Licht am Fahrrad und da wieder der See. Hammer, Hammer, Hammer. Also, das ist für mich wirklich ein absoluter Traum. Und dadurch, dass uns ja das Gewitter gejagt hat, waren wir auch ganz alleine unterwegs. Und das ist natürlich auch ein absolutes Highlight, weil auf der Ponale-Straße alleine ist man fast nie. Ja gut, was habe ich euch gesagt? Das Gewitter hat uns gejagt und leider auch eingeholt. Dementsprechend sind wir am See zurück nach Corbulle schon wieder im absolut strömenden Gewitterregen unterwegs gewesen. Ja, wenn man mal nass ist, dann ist es eigentlich auch schon egal. Und hier haben wir nochmal die Tourdaten für euch. 2140 Höhenmeter, ca. 60 Kilometer. Und das haben wir alles mit einem E-Bike-Akku geschafft. 750 Wattstunden sind es ja. Wir haben ordentlich gespart, sind alles im Eco gefahren und Flachstücke teilweise sogar ohne. Aber dafür bin ich mit gut 15% zurückgekehrt und das ist cool, finde ich. Also da gibt es wirklich nichts dagegen zu sagen. Absolut geflasht. Ja, was soll ich euch erzählen? Ich hock schon wieder am Campingplatz beim Schneiden. So schaut's aus im Zelt.
mit dem Kleinen, deswegen ist das Planschbecken auch am Start. Und ja, wir haben an dem Tag dann nicht mehr weiter gefilmt, haben uns trocken gelegt und das war's dann auch schon. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch auch sehr gerne unseren Kanal. Und wir waren noch 2 weitere Tage am Gardasee, da kommen natürlich auch noch die Videos davon. Und für alle, die jetzt immer mal wieder schreiben, was ist mit Martin und Vicky? Wir sind jetzt auch bald mal wieder zu viert unterwegs. Es ist sich nur einfach nicht ausgegangen. Und gerade mit meinem kleinen Spatz eben, da bin ich zeitlich so ein bisschen eingeschränkt. Wir arbeiten ja auch alle ganz normal und dementsprechend, ja, müssen wir das halt so nehmen, wie die Daten fallen. Und keine Sorge, wir sind auf jeden Fall immer noch alle gut miteinander und freuen uns auch, wenn wir jetzt endlich mal wieder gemeinsam starten können. Und ich sag euch, bis zum nächsten Mal. Tschüss!